ist er einer der mutigsten Männer des 20. Jahrhunderts? Im Zweiten Weltkrieg kämpft Witold Pilecki im Widerstand gegen die Nationalsozialisten, die seine Heimat Polen erobern. 1940 hört er von den Gerüchten, die Deutschen würden nahe des Ortes Ochwischim ein Straflager errichten. Mit einem unfassbaren Plan will er den Gerüchten auf den Grund gehen. Er lässt sich im September 1940 absichtlich verhaften. So gelangt er als Insasse in das Konzentrationslager, das später zum Vernichtungslager ausgebaut wird. Über seine Kontakte zum Widerstand schmuggelt er Informationen über die verheerenden Zustände im Lager nach draußen. Sie erreichen zwar die polnische Exilregierung in London, aber Hilfe bleibt aus. Pilecki kann knapp 3 Jahre später aus Auschwitz fliehen. Selbst nach dem Krieg kämpft er für ein freies Polen, ist im Widerstand gegen Stalins Herrschaft. 1947 wird ihm das zum Verhängnis. Er wird verhaftet, als Spion verurteilt und hingerichtet. Ist Pilecki für euch ein Held?